Herzlich willkommen, liebe Zuschauer in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge von Club 700. Es gibt Studien, die besagen, dass die Ehen von gläubigen Menschen seltener geschieden werden. Unklar ist nur, woran das liegt. Manche denken, dass in christlichen Kreisen Scheidungen eben tabu sind. Und andere meinen, dass gläubige Menschen bessere Ehen führen und so weniger Probleme haben. Aber ob das wirklich stimmt? Die gläubigen Paare, die heute in unserer Sendung von ihrer Ehe erzählen, würden dem sicherlich nicht zustimmen. Unser Thema: Seitensprung. Ist unsere Ehe jetzt am Ende? Colleen und Chris McCain waren über 20 Jahre glücklich verheiratet. Sie hatten mehrere Kinder bekommen und großgezogen. Streit gab es nur selten zu Hause und in ihrer Gemeinde war bekannt, diese Ehe funktioniert wirklich gut. Die McCains erzählen, wie ihre Ehe in die größte Krise schlitterte. Wir sind gemeinsam aufgewachsen und waren schon immer gute Freunde. Irgendwann wurde mehr daraus. Wir haben geheiratet und waren noch immer die besten Freunde. Wir haben alles gemeinsam gemacht und uns kaum gestritten. Chris McCain war Colleens Jugendliebe. Doch ihre Beziehung begann zu bröckeln, als sie nach 20 Jahren einige Verluste zu verkraften hatten. Chris wechselte mehrmals den Job. Mein Vater und seine Mutter starben. Unsere Kinder zogen aus. Es veränderte sich so viel. Und auch unser Verhältnis zueinander veränderte sich. Mein Leben schien mir aus den Händen zu gleiten. Auch mein Herz veränderte sich. Es war, als würde es hart werden. Es gab Streit, das war völlig neu für uns. Wir wussten gar nicht, wie man richtig streitet. Wir beide haben immer Jesus Christus als Basis unserer Ehe gesehen. Auch in der Zeit, als wir uns voneinander entfernten. Ich hätte nie vermutet, dass irgendjemand einmal zwischen uns stehen würde. Doch genau das geschah. Chris hatte über mehrere Monate eine Affäre. Es begann ganz harmlos, aber es wurde schnell mehr daraus. Es war toll, jemanden zu haben, der mir zuhört und mich versteht und nicht ständig mit mir streitet. Chris schämte sich und gestand Colleen, dass er eine Affäre hat. Ich war schockiert. Aber immerhin hat er es zugegeben. Er sagte, es wäre vorbei. Und wir sollten nach vorn schauen. Es tat ziemlich weh. Und es gab neben Fortschritten auch Rückschläge. Doch letztlich beschlossen wir, zusammenzubleiben. Sie erzählten niemandem davon und suchten sich auch keine Unterstützung. Wir waren zu stolz, uns anderen Menschen anzuvertrauen. Immerhin führten wir eine Bilderbuch-Ehe. Und das sollte auch weiter so aussehen. Wir waren zu stolz, zuzugeben, dass wir eine furchtbare Zeit durchmachten. Sie blieben zusammen, doch in Chris' Herzen änderte sich nichts. In meinem harten Herzen war der Teufel los. Ich war nur noch mit mir selbst beschäftigt. Ich musste über alles die Kontrolle haben. Auf keinen Fall wollte ich, dass meine Frau Kontrolle über mich hat. Niemand sollte mir sagen, was ich zu tun habe. Nicht einmal Gott. 4 Jahre später saßen Chris und Colleen im Büro ihres Pastors. Chris gestand, dass er weitere Affären gehabt hat. Aus mir sprudelte so viel Wut heraus. Ich war fertig mit Chris. Nachdem ich auch den Kindern alles gebeichtet hatte, packte ich und ging. Das war der schwerste Schritt meines Lebens. Ich war am Boden zerstört. Chris zog in ein Hotel und zum ersten Mal seit Jahren suchte er nach Gott. Er las in der Bibel, betete und bat andere, für ihn zu beten. Ich weiß gar nicht, ob ich meine ersten Affären wirklich bereut habe, auch wenn ich sie gebeichtet hatte. Aber nach dem 4. Mal war es anders. Ich wollte niemanden mehr täuschen oder irgendetwas verheimlichen.
Colleen erkannte, dass Chris sich veränderte und schöpfte zudem Hoffnung aus der Bibel. An einem Sonntagmorgen las ich in der Bibel. Gott zeigte mir einen Vers im Buch Samuel. Dort stand: So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Bis zu diesem Moment hatte ich unsere Ehe eigentlich schon aufgegeben. Während der Arbeit konnte Chris seinen Ehering nicht tragen und hatte es sich deshalb abgewöhnt. Im Laufe der Trennung kam ihm die Idee, einen neuen Ring zu kaufen. Als er mir von dem Ring schrieb, wusste ich, dass sich etwas geändert hatte. Für mich war das ein erstes Zeichen von Gott, dass er nun dieses Große vor unseren Augen tut. Es hatte mich schon immer gestört, dass er den Ring selten trug. Das wusste er nicht. Ich schrieb ihm: Du kommst also zurück. Ich wusste, dass Gott am Werk war. Also war ich dazu bereit, neu anzufangen. Die McCains gingen zur Eheberatung und der Glaube an Gott half, die Wunden zu schließen. Seit 5 Jahren sind sie wieder zusammen und ihre Ehe ist besser als zuvor. Ich habe von Gott gelernt, ihn, meine Frau und meine Familie an die erste Stelle zu setzen. Wenn ich ihm vertraue, muss ich nicht mehr alles kontrollieren. Er weiß besser als ich, was dran ist. Gott hat uns unfassbar reich gesegnet. Ich habe jetzt einen ganz neuen Ehemann und musste dafür nicht mal neu heiraten. Gott hat ihn komplett verändert. Unsere Beziehung ist jetzt viel tiefer. Es fühlt sich wirklich toll an, sich so nah zu sein. Unsere Ehe ist einfach großartig. Colleen hat mir so viel Vergebung entgegengebracht. Meine Liebe für sie wird immer größer. Wir haben von Gott sehr viel Gnade erfahren. Er macht unsere Ehe zu dem, was sie ist, nicht wir. Alles, was wir dafür tun mussten, ist, ihm die Kontrolle über unsere Ehe anzuvertrauen. Die McCains konnten ihre Ehe retten, obwohl die Seitensprünge von Chris seine Frau Colleen sehr verletzt hatten. Heute sind sie froh, dass sie es noch einmal miteinander versucht haben. Wir haben Menschen in Hamburg befragt, was sie denken. Gibt es Gründe, die Ehe aufzugeben, oder lohnt es sich, um eine Ehe zu kämpfen? Also wenn beide Partner dafür offen sind und sich gegenseitig noch nicht aufgegeben haben, glaube ich, ist es auf jeden Fall immer wert, darum zu kämpfen. Ich meine, irgendwann hat man sich dazu ja entschieden zu heiraten und da war es ja der Mann oder die Frau der Träume und man konnte sich ein Leben mit denen vorstellen. Und deswegen finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man dann auch darum kämpft, auch wenn es schwierig ist. Wenn das Grundgefühl da ist und man sich noch liebt, würde ich auf jeden Fall sagen, es lohnt sich zu kämpfen. Wenn man aber nur noch zusammen ist wegen der Kinder oder weil es nach außen hin besser wirkt, dann würde ich wahrscheinlich ehrlich zu mir sein und sagen, okay, vielleicht sind wir besser einfach nur noch Freunde. Also ein Grund für mich wäre schon, wenn mein Partner fremdgegangen wäre. Da ist für mich absolut Sense. Wenn das jetzt wirklich nur beispielsweise an Kommunikationsproblemen liegen würde, da würde ich auf jeden Fall kämpfen. Weil heutzutage ist es verdammt schwer, wirklich einen passenden Partner zu finden, mit dem man auch glücklich ist. Und man will ja wirklich bis zu seinem Lebensende glücklich sein. Also es gibt natürlich Punkte, die gehören nicht in eine Ehe, ne? Also ob das jetzt Gewalt ist oder sowas. Aber ansonsten, ich meine, es gibt immer Höhen und Tiefen. Ob das jetzt in einer Beziehung ist oder im Beruf oder im normalen privaten Leben. Und da muss man immer kämpfen, da muss man gucken. Und was halt auch wichtig ist, man muss die Sachen ansprechen. Oft ist es auch so, dass man sagt, man schluckt runter und irgendwann knallt das denn richtig, weil man sagt, so, jetzt reicht's. Und der Partner oder die Partnerin weiß überhaupt gar nicht, was in den Jahren vorher oder in den Monaten vorher passiert ist, weil man es nie gesagt hat. Also Offenheit ist da, glaube ich, auch ganz wichtig und Sachen anzusprechen, wenn es einem nicht passt. Und vielleicht auch viele Angst haben, sozusagen Versprechen für ewig zu geben. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass, wenn sie das machen, das Versprechen noch einhalten sollten und das nicht sozusagen sporadisch verteilen sollten. Wie würden Sie reagieren, wenn Ihnen Ihr Ehepartner gesteht, dass er oder sie einen Seitensprung hatte? Wären Sie dann bereit, der Ehe noch eine Chance zu geben? Wir würden gerne wissen, was Sie darüber denken. Oder vielleicht mussten Sie es schon erleben, dass Ihr Partner oder Ihre Partnerin Sie betrogen hat. Was würden Sie anderen Betroffenen raten? Schreiben Sie uns Ihre Geschichte oder hinterlassen Sie auf unserer Webseite Ihren Kommentar zur Sendung.
Genau wie die McCains gehört auch das junge Paar aus unserer nächsten Geschichte einer christlichen Gemeinde an. Kara und Jesse Berkey haben allerdings unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eine christliche Ehe auszusehen hat. Und genau das wird zum Streitpunkt zwischen den beiden. Obwohl es nach außen hin so schien, als wären wir die perfekte kleine Familie, hatten wir in Wirklichkeit überhaupt keine Tiefe in unserer Ehe. Jesse und Kara Berkey trafen sich als Teenager und heirateten jung. Sie waren beide Christen, aber ihre Beziehung zu Gott war eher lauwarm. Ich las nicht oft in der Bibel. Kara lag mir in den Ohren, ich müsse täglich meine stille Zeit machen. Also war ich es irgendwann leid, mir das anzuhören. Ich betete, dass Gott ihn zum geistlichen Haupt der Familie machen würde. Ich meinte, er sollte jeden Morgen in der Bibel lesen. Nur 5 Minuten. Dann, als Jesse es am wenigsten erwartete, kam eine Veränderung. Ich hörte mir gerade eine Predigt darüber an, Jesus zu begegnen. Die Atmosphäre war wie elektrisiert. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Dann hörte ich Gott zu meinem Herzen sprechen. Er sagte sowas wie, ich liebe dich, ich bin bei dir. Ich habe einen Plan für dich. Ich werde dich verändern. Ich fing an, mehrere Kapitel in der Bibel zu lesen, täglich, und bat Gott, sich mir immer mehr zu offenbaren. Und das tat er. Jesse wünschte sich, dass Kara Gott genauso erleben würde, aber sie war nicht interessiert. Er war auf diesem Trip. Ich bin total ausgeflippt. Ich sah seine Leidenschaft für Gott, aber für mich selbst sah ich das nicht. Und so machte ich dicht vor Gott. Kara zog sich auch von Jesse zurück. Dann tat sie etwas, das sie nie für möglich gehalten hätte. Sie hatte eine Affäre. Da war Schuld, Scham und diese Stimmen, die mir sagten, was für eine furchtbare Person ich bin. Was für eine furchtbare Ehefrau und Mutter. Kara entschied, ihre einzige Hoffnung bliebe Gott. Ich sank nieder vor Gott und brach emotional zusammen, wie ich es noch nie zuvor zugelassen hatte. Ich brauchte einfach die Gewissheit, dass ich von Gott geliebt bin. Daraus zog ich die Kraft, wieder vorwärts zu gehen. Kara bereinigte ihr Verhältnis mit Gott, aber sie schaffte es nicht, mit Jesse zu sprechen. Als wir geheiratet haben, sprachen wir darüber, woran unsere Ehe scheitern könnte. Wir dachten wirklich, wir könnten alles zusammen durchstehen. Außer wenn einer eine Affäre hätte, dann wäre es aus und vorbei. Ohne Wenn und Aber. Deswegen wollte ich es ihm nicht beichten, bis ich mir nicht wirklich sicher sein konnte, dass Gott es so will. Eines Abends schaute Kara fern, während Jesse oben betete. Der Herr sprach zu mir und sagte, ich will, dass du nach unten gehst und deine Hand auf Kara legst und ihr sagst, es ist Zeit. Ich wusste genau, was er meinte. Der Herr sagte, es ist Zeit. Aber da waren andere Stimmen, die sagten, er wird dich verlassen. Deine Familie wird dir den Rücken zudrehen. Deine Freunde werden sich abwenden. Deine Kinder werden dir weggenommen. Kara entschied sich, noch einige Tage zu warten. Jesse war zum Angeln gefahren. Am Telefon erzählte sie ihm, dass sein Mentor Richard vorbeikommt und sie treffen möchte. Ich konnte eine Sache nicht aus meinem Kopf verbannen, diesen einen schrecklichen Gedanken, dass er kommt, weil sie eine Affäre gehabt hatte und mir nun gestehen will, was sie getan hat. Als er nach Hause kam, war Richard noch nicht da, aber Kara wartete auf ihn. Ich schaute sie nicht einmal an. Ich fühlte mich wie betäubt und fragte nur, mit wem war es? Ich beichtete ihm letztlich alles. Sehr viel Hässliches kam zum Vorschein. Jesse war noch wütend, als Richard kam. Er sagte, willst du hören, was Gott zu sagen hat? Ich sagte nein. Ich will nicht hören, was Gott zu sagen hat. Denn ich wusste, wenn ich hören würde, was Gott zu sagen hätte, dann würde er mich bitten, etwas zu tun, das ich gar nicht tun wollte. Ich war völlig verzweifelt und kämpfte innerlich, ob ich doch besser zuhören sollte oder nicht. Jesse wusste, er sollte seiner Frau verzeihen. Es war, als würde alles um mich herum auseinanderfallen. Ich sagte nur Ja zu Gott. Dann wurde ich förmlich von seiner Gnade durchflutet. Er sagte, sag ihr, dass du ihr vergibst.
Ich fiel vor ihm nieder und bettelte, bitte bleib, ich tue alles, was notwendig ist. Sie sagte immer wieder, wie leid es ihr tut. Und ich hörte mich sagen, ich möchte, dass du dir auch selbst vergibst. Ich verstand gar nichts. Er nahm mich in seine Arme und hielt mich fest. Er sagte, er hätte sich entschieden, mir zu vergeben. Bis dahin hatte ich nie wirklich die Gnade und Liebe Gottes verstanden. Aber in diesem Moment wurde es konkret erfahrbar für mich. Jessys Vergebung legte den Grundstein für die Erneuerung. Aber der Schmerz brauchte Zeit. Ich hätte nicht gedacht, dass es 9 Monate dauern würde, um mit den ganzen Gefühlen fertig zu werden. Und es war viel schwieriger, als ich dachte. Wir mussten das gemeinsam und auch einzeln vor Gott bringen. Und wir mussten wahrhaftig sein miteinander. Jessie kämpfte damit, das Vergangene loszulassen. Die Vergebung war ein täglicher Kampf. Ich wollte die Trümpfe in der Hand halten und sagen können, ich habe ein Recht darauf, dich zu verurteilen und verbittert zu sein wegen deiner Taten. Vieles davon ist wirklich hässlich, wenn Gott es offenbart. Heute ist die Ehe von Jessie und Kara völlig verwandelt. Wir sollen Vergebung und Gnade, Liebe und Hoffnung widerspiegeln. All das, was auch in Gott ist, damit wir fähig werden, all dies auch unserem Ehepartner zu zeigen. Unsere emotionale Verbindung mit Gott und auch miteinander ist enger geworden. Wir haben gelernt zu riskieren, verletzlich zu sein, ehrlich miteinander zu sein und unsere Herzen offen darzulegen. Nicht an jedem Tag ist alles perfekt, aber Gott ist das Band, das uns zusammenhält. Wenn wir ihn beide suchen, schaffen wir das. Nach ihrem Seitensprung hatte Kara Burkey ein schlechtes Gewissen und sie machte sich schreckliche Vorwürfe. Sie war überzeugt, dass sie in dieser Situation nur bei Gott Hilfe finden würde. Chris McCain aus unserer ersten Geschichte kam an den gleichen Punkt, als er nach seiner 4. Affäre zu Hause ausgezogen war. Mehr dazu jetzt von Andreas. Oft erkennt man erst, was einem eine Sache wert ist, wenn man sie verloren hat. Und auch wer sich trennt, wird irgendwann schmerzlich spüren, dass er oder sie sich selbst gar nicht mehr so einfach ohne den anderen definieren kann, weil hier 2 Leben miteinander verwoben wurden. Das Problem beim Aussteiger ist, das Gras auf der anderen Seite des Zauns scheint immer grüner zu sein. Ist es aber nicht. Das wusste schon Salomo. In Sprüche 5 schreibt er, die Frau eines anderen Mannes kann nämlich sehr verführerisch sein, wenn sie dich mit honigsüßen Worten betört. Aber glaub mir, am Ende ist sie bitter wie Wermut und tödlich wie ein scharf geschliffenes Schwert. Wer auf diese Weise die Orientierung verliert, erleidet Schiffbruch. Und manche entdecken den Wert einer gewachsenen Beziehung erst, wenn sie vor dem Scherbenhaufen des eigenen Lebens stehen. Und gut, wenn man dann noch sagen kann, lieber spät zur Vernunft gekommen als nie. Wenn man endlich in vollem Umfang versteht, was wirklich auf dem Spiel steht, hilft das, die ganze Sache auch noch mal zu überdenken. Denn die Affäre, der neue Partner oder das Leben in Eigenständigkeit wird irgendwann auch nicht mehr denselben Reiz haben wie im Moment. Der Weg zurück in die Partnerschaft ist also häufig wirklich eine gute Option, denn an sich arbeiten und sich verändern muss man ja in jedem Fall. Nur in einem Fall hat man schon ein Fundament. Beziehung wird bei Gott wie bei dem Partner dadurch wieder aufgebaut, dass man bußfertig und ehrlich zu ihm kommt, die Schuld beim Namen nennt und um Vergebung bittet. Denn nur indem wir ehrlich kapitulieren und Fehler eingestehen, erleben wir, wie Wahrheit auf Gnade trifft und Gott uns wieder annimmt. Das geschieht nicht, wenn wir unsere Schuld leugnen. Im Hebräerbrief steht, dass Gott unser schuldbeladenes Gewissen reinigt und wir deshalb voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen können. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Wir können nur hoffen, dass der verletzte Partner dieselbe Perspektive einnimmt. Falls Sie möchten, dann beten Sie doch jetzt mit mir. Lieber himmlischer Vater, zeig uns bitte, weshalb wir aus bestimmten Beziehungen ausbrechen und wo du uns heilen möchtest. Unser Fehlverhalten stellt sich zwischen dich und auch den Menschen, den wir eigentlich wirklich lieben. Deshalb erbitten wir deine Vergebung.
Hilf uns, immer wieder auf dich und den anderen zuzugehen und schenke auch unserem Partner die Liebe und Kraft, die er für uns braucht. Amen. Falls Sie persönlich mit jemandem beten möchten, die Gebetshotline ist jetzt geschaltet. Für Deutschland wählen Sie 040 1818 8800. Für Österreich lautet die Nummer 0049 40 1818 8800. Und für die Schweiz 044 57 50 270. Den Hahn aufdrehen und sauberes Wasser kommt raus. Für uns in Europa ist das selbstverständlich. Doch viele Menschen auf der Welt haben heute immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Welche Probleme und Gefahren das mit sich bringt, sehen wir in den nächsten zwei Beiträgen aus Kambodscha. Die 12-jährige Fea sucht weggeworfene Flaschen. Nicht zum Recyceln, sondern um etwas zum Trinken zu finden. Mund und Hals sind so trocken. Ich trinke es auch, wenn es schon gelb ist. Das ist Feas Mutter. Als ich erfuhr, dass Fea aus alten Flaschen trinkt, war ich schockiert. Aber wir haben kein Geld für sauberes Wasser. Morgens gehen die beiden zum Fluss. Das Wasser ist schmutzig und voller Bakterien. Es ist rot und riecht schlammig. Wir kochen es ab, aber wir werden trotzdem krank. Nach dem morgendlichen Gang zum Fluss muss Fea zur Schule. Nachmittags ist sie oft so durstig, dass sie schon aus dem schmutzigen Kanal trank. Zu Hause war sie dann krank. Es war, als wären Insekten in mir und es tat weh. Ich dachte, ich sterbe. Ich hatte Angst um sie. Er bettelte Geld und brachte sie ins Krankenhaus. CBN erfuhr von der Not und baute einen Brunnen für Fea und ihre Mutter. Als sie zum ersten Mal das Wasser tranken, war es ein großes Fest. Es war sauber und lecker. Ich war überglücklich. Fea und ihre Mutter erhielten außerdem ein Kalb und Saat für einen Garten. Es gab eine gute Ernte. Und Feas Mutter hat jetzt ein Einkommen, auch wenn sie keine andere Arbeitsstelle findet. Ich liebe unseren Garten und die Kuh. Ich werde CBN nie vergessen. Danke. Großvater Jet lebt mit seiner Familie auf diesem kleinen Gehöft in einem abgelegenen Teil Kambodschas. Alle arbeiten zusammen, damit jeder genug zu essen hat. Ich bin froh, dass wir zusammenleben und arbeiten. Meine Familie bedeutet mir alles. Für die Familie zu sorgen, heißt auch, Wasser zu holen vom Brunnen im Nachbardorf. Pro Weg sind das 2 Meilen, 3-mal täglich. Doch leider ist das Wasser so verschmutzt, dass er sogar zögert, den Tieren davon zu geben. Das Wasser riecht nach Schlamm und schmeckt nach Eisen. Seine Enkel sind oft krank, wenn sie von dem Wasser getrunken haben. Wenn das passiert, müssen sie schnell ins Krankenhaus. Ich mache mir oft Sorgen, ich fühle mich so hilflos. Ich habe Angst, sie könnten sterben. Gäbe es doch sauberes Wasser. Dann bohrte CBN einen Brunnen neben Großvater Jets Haus. Nun ist er nicht mehr stundenlang unterwegs zum Wasserholen. Es ist nun immer zur Hand. Danke, CBN, dass ihr Gesundheit und Glück in meine Familie gebracht habt. Ja, dieser Brunnen, der hat das Leben der Menschen echt verbessert. Denn jetzt werden sie nicht mehr krank und sie haben es auch leichter, Landwirtschaft zu betreiben. Ja, liebe Zuschauer, Sie sehen, dass es sich wirklich lohnt, sich in solche Projekte zu investieren. Und vielleicht möchten Sie sich ja daran beteiligen. Oder Sie möchten diese Sendung unterstützen, damit wir weiterhin erzählen können, wie Menschen Gott erleben. Dann werden Sie Partner von CBN. Alle Infos dazu finden Sie auf der eingeblendeten Webseite. Und weitere Kontaktmöglichkeiten gibt es auch noch am Ende der Sendung.
Ja, liebe Zuschauer, heute ging es darum in der Sendung, dass es nicht unbedingt das Ende einer Ehe bedeuten muss, wenn einer der Partner einen Seitensprung hatte. Ja, das finde ich nämlich auch. Die beiden Paare in unserer Sendung haben ja gezeigt, dass es gelingen kann, auch eine solche Krise zu überwinden. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihre finanzielle Unterstützung und für Ihre Gebete. Wir brauchen die wirklich. Rufen Sie gern an. Unsere Gebetshotline ist jetzt noch für Sie geschaltet. Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Gottes Segen. Ich möchte Sie einladen, Partner von CBN zu werden und sich aktiv an unserer Arbeit zu beteiligen. Denn mit Ihrer Hilfe können wir noch mehr Menschen von der Liebe Gottes erzählen. Ganz, ganz herzlichen Dank schon im Voraus dafür. Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren wöchentlichen Programm-News per E-Mail. Außerdem empfehle ich unser Erlebt-Magazin. Beide Angebote sind natürlich kostenfrei. Also rufen Sie an oder besuchen Sie unsere Webseite.